Am Wesentlichen geht es hier um 5 Punkte. Das erste ist, wie das Lord Chamber den Ombudsmann designiert. Wir müssen eine Prozedur aufhören und die haben wir da kalkuliert. Ob die Prozedur, die wir auch für den Mediateur, für den normalen Ombudsmann oder den allgemeinen Ombudsmann. Das zweite, was wir gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, in welchen Konditionen können wir den Ombudsmann aufberufen. Und das wird zum Beispiel der Fall, wenn gesundheitliche Probleme wären, wenn der Ombudsmann durch eine andere Ursache an der Inkapazität wäre, für sein Erbisch zu leisten, wenn er eine Funktion anholen, die laut Gesetz Artikel 11 vom Gesetz zum 1. April 2020 nicht kompatibel wäre mit seiner Funktion, und schlussendlich, wenn er seine Funktion nicht konform zum Gesetz exerzieren oder sonst ergreift, Fehlverhalten ihm vorzuwerfen wäre. Der dritte Punkt, das ist sich interessantesten, an dem Punkt regeln wir das Verhältnis zwischen der Chamber, zu der ja dann den Ombudsmann rattachiert, das an seine Institution. Was ganz interessant ist, alle Kommission kann in Zukunft den Ombudsmann an Kommission rufen, wenn irgendein Thema ist, was am weitesten Sinn Rechte von Kindern oder Jugendlichen betrifft, aber wo seine Meinung gefroht ist. An umgedreht kann auch den Ombudsmann selbstverständlich frohen, für an alle Kommission gehört zu geben, wenn der Meinung ist, seine Intervention wie wichtig. Die letzten 2 Punkte sind unsere technische Natur, dass das auch den Ombudsmann für die Rechte vom Kind an Jugendlichen an Zukunft muss einen jährlichen Rapport vorlegen, genau wie das auch für den Mediateur der Fall ist, über die Situation von den Kinderrechten und auch über seine eigenen Aktivitäten. Und schlussendlich werden seine jährlichen Konten dann auch genauso kontrolliert gehen und abhöriert gehen, wie man das auch heute schon machen für den Mediateur.